waren hier nicht die Ersten, ne? Ja, wurden wir übers Ohr gehauen, ne? Left you, stab you, rap you, nap you, stab you. Verdammte Scheiße, Mann. Was geht denn hier? Yo, yo, yo. Ach moin, bist im Clip drin schon. Ach, schon im Intro, ne? Kurz mal. Was geht ab, was geht ab? Die heiligen Hallen, komm mal rein. Ey, danke, Mann. Ja. Wie sieht's hier denn aus? Verdammt geil. Ja, ich guck mal hier, wir haben da Fotoshooting für HWK noch, ne? Hab ich gesehen bei Instagram. Neuen Merch, ne? Haben wir. Habt ihr abfotografiert? Ja, wir haben noch ein bisschen Spaß gehabt. Was soll das denn? Darf nicht fehlen, ne? Ach, hier vor deinem Rolex-Bike, da. Auch, genau. Hallo. Hallo. Willkommen. Oh, was macht ihr denn hier Schönes? Ach, hier den Müller, ne? Helder oder Felder, ne? Das ist so geil. Ach, und dem geht's heute, oder was? Ich hab mal hier präsentativ auf Max Parkplatz gestellt, ja. Rote Zettel verteilen, der steht ja da auch schon. Achso, er will hier so ein Knöllchen machen, ne? 15 Euro, Maximiliano ich ja AG. Er kann sich auch gerne auf die Bühne stellen, ist ja halt kein Problem. Ne? Ja, ja, ist ja noch was. Platz ist ja da. Aber der muss auch auf die Bühne, oder? Ja, muss. Beiden sind noch gut, ne? Hier auf Außenkante müssen. Aber da gucken wir nochmal, ne? Was wir da finden, ne? Vielleicht findet man ja andere Reifen, ne? Also auch vielleicht anderes Innenleben hier sozusagen. Also ich weiß nicht, wie das heißt, aber. Das ist die Felge. Achso, okay, ist der Felge. Alles klar, bis gleich auf der Bühne dann. Ciao. So, los geht's, Leute. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem frischen neuen Video auf dem wunderschönsten Kanal bei YouTube. Hier läuft noch die Konkurrenz, ne? Natürlich nur ein Joke, dass der Timo von Autosaftig das neueste Video hier mal eben reingezogen aufnehmbar. Das ist unser Kollege, das ist unser Freund, der Große, der Dicke in Brummer, ein richtiger LKW. Das ist der andere Freund. Hier ist die Bühne. Und da soll er jetzt erstmal rauf, ne? So, genau. Problematik habt ihr in deinem und auf meinem Video gesehen, ne? Das Getriebe will nicht so auf Kickdown. Und hängt es sich auf im dritten Gang, muss man Fehler löschen. Ist das der dritte oder zweite? Ich dachte, das wäre der zweite. Ja, und der zweite. 3000 bei 50. Schreibt es in die Kommentare, keine Ahnung. Das wollen wir jetzt mit einem Getriebeölwechsel inklusive Platintausch mal vielleicht versuchen, beseitigen. Ne? Und vielleicht haben wir auch Öl im Steuergerät. Das kann auch sein. Ja. Das ist ja bei den 5Gs, ne? Du bist ja selber Getriebespezialist. Ich bin Spezialist. Hier brauche ich das nicht erzählen. Kannst du den Zuschauern seit Jahren erzählen? Seit Jahren mache ich das. Ja. Gut. Kenne ich ja von der S-Tonne, ne? S55 hat auch 5G, hatte genau. Das gleiche Problem war auch hier, ich glaube, da ist das Steuergerät, also bei der S-Tonne. War bei dir auch Öl drin? Ja, aber es lief trotzdem papamäßig. Das hat geschmiert ohne Ende. Das Steuergerät war geschmiert. Ja. Das ist auch so ein richtiger Pferdeschlepper ist das. Das ist kein Schneckenschlepper, auch kein Scheiermagnet, das ist für mich einfach ein Pferdeschlepper. Ich habe hier leider einen Patzer eingefahren, das tut mir auch leid. Oh Mann. Ja. Können wir jetzt schon ein Steuergerät gucken? Nee, da muss alles raus oben, ne? Wie war das nochmal? Ich habe echt keine Ahnung, wo das sitzt. Oh, da läuft noch irgendwas, ne? Ja, der läuft nach. Die Nachtkatze läuft nach. Hier unter wahrscheinlich, ne? Oh, das ist kein Steuergerät. Aber das ist, glaube ich, auch da unter, oder nicht? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, ne? Ja, das sind die kleinen Süßen, ne? Wenn man passen. Ja, aber das ist das Motorsteuergerät. Das ist das Falsche. Schreibt es in die Kommentare, wo ist das Steuergerät? Google fragen, ne? Ja, ich glaube auch. Oh Mann, ey, hier klappt aber auch gar nichts heute. Das ist so geil. Drei Schrauben. Ja. Abbruch, ich fahre dann nach Hause hier. Okay, wir gucken mal eben, bis gleich. Ja, bis gleich. Tschüss. Also, nachdem wir einen kleinen Google-Auer gemacht haben, sind wir darauf gestoßen, dass es anscheinend Fahrerseite Fußraum sein soll. Ja, Innenraum läuft da. Ich guck nochmal einmal. Ja, das ist schon wieder. Das ist schon wieder anstrengend, ne? Also, ich schwitze schon am T-Shirt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bisschen Schnippschnapp. Und schon ist der Teppich ab. Der braucht man ja auch alles nicht. Nee, nee. Das ist ja kein Luxusauto. Der OBD-Stecker muss halt noch dranbleiben. Wenn das Getriebe nicht läuft und wir nicht immer wieder resetten müssen, alle 300 Kilometer. So, geil. Das ist hier unten. Komm, ich nehme mal kurz die Cam. Ja, die Cam. Ich nehme die Leute mal mit hier. Da ist es. Da ist das Gaspedal. Wir haben die ganze Zeit hier gesucht. Und hier ist OBD-Stecker. Ja, kann man das jetzt schon sehen, ohne den Teppich wegzumachen? Ja, da oben ist es. Unterm hier, oder wie? Ja, hier. Mhm. Zeitwertgerechte Reparatur. Ja, würdest du das nicht schon merken, wenn das da feucht wäre? No sexual. Also der eine Stecker sieht nicht feucht aus. Jetzt habe ich das Steuergerät in der Hand auch gut. Oh, oh ja, ist trocken. Sieht jetzt nicht so ölig aus, ne? Oder was würdest du sagen? Nö, es sieht pupstrocken aus, wenn man das so sagen darf. Leg's mal wieder rein zu den anderen. Wie ihr sehen könnt, ne? Ist er oben das erste Mal. Der hat noch einen richtigen Rahmen.
Ist ja auch Neuland für uns. Der Rahmen hat auch schon ein bisschen was gesehen, ne? Mhm. Wind und Wetter. Mein Partner, hier ist ein dicker Brummer. Und dieser Brummer, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Das ist so heftig, obwohl es ein Diesel ist. Eine richtige Scholle ist das in meinen Augen. Plattfisch. Ja. Aber es sieht heftig vergammelt aus. Aber ich glaube, die wird mal neu gemacht hier. Das ist neu. Antriebswelle vorne rechts, vermerke ich als neu. Vorne links genau das gleiche Spiel. Kommt er denn durch den TÜV, Herr Prüfer? Ich denke schon. Die sind noch top, oder? Was ist das? Ist das ein Gummi, oder? Das ist ein Querlenkerbuchse, ne? Ganz ruhig, Eiko. Ist jetzt aber nicht gebrochen, ne? Der wird ersetzt, ey. Oh. Oh, oh nee. Leichte Feuchtigkeit, ne? Katastrophe, damit können wir nicht losfahren. Oh, auch hier am Getriebesimmerring. Oh. Getriebesimmerring, Motoröl, Motoröl, Kurbelwelle. Nee. Och nee, Kacke. Ist es? Oh nein. Nee, das kommt von hier oben irgendwo. Ich glaub, wie ist der denn durch den TÜV? Das kann ja wohl nicht sein. Wieder verarscht worden. Ich hab's doch gesagt, Bobi. Das war kein gutes Ding da. Spontan nach Braunschweig da, ins Ghetto. Gut, ja, genau. Damit? Wir müssen einmal hier Getriebeöl ablassen und dann wird's natürlich spannend, ob wir hier einen kapitalen Getriebeschaden haben. Hat leider keiner mehr drin gebohrt. Lass mir das hier ab. Mhm. Oh Mann, ey, ich bin so Mechaniker, ich fühle mich so geil. So, und Max, pack mal hier deine Filter in den Müll. Das gibt eine Meinung. Oha, die wurde lange nicht gelöst. Das kann nicht neu sein. Oder die wurde gerade richtig heftig angezogen, ne? Ist das krass? Ja, richtig geile Torte ist das. Tortenschlüssel nennt man den ja. Oh ja, jetzt wird zu spannend. Sieht nicht schlecht aus. Nee. Sieht sogar sehr das gut aus. Das auf jeden Fall gemacht. Na? Aber vielleicht haben sie ja die Platine nicht gemacht. Er hat uns einmal nicht angelogen. Schon ernüchternd, ja, ne? Ich bin schon real talk ein bisschen traurig, wenn das jetzt nichts wird. Uiuiuiuiui. Das wird spannend, Leute. Bleibt dran. Da drinnen kann man auch dann immer noch Späne und sowas gucken, ne? Ja, aber wenn es halt gerade gewechselt ist, wovon ich ausgehe. Dann sieht man keine Späne. Es riecht ein bisschen verbrannt, muss ich sagen. Das sind die Magneten, von denen wir gesprochen hatten, ne? Ja, es riecht ein bisschen verbrannt. So, also der Kunde kam hier mit Beanstandung im Federgang, rutscht und irgendwie wie so eine Variomatik hat sich das Ganze gefahren. Also als ob das Ganze durchdreht, ne? Hier haben wir auf jeden Fall richtig viele Späne. Da ist ordentlich Abrieb. Außerdem, guck mal, wie das glitzert. Also du kannst auf jeden Fall ins Video schreiben, Getriebeschaden. Nein, es ist wirklich, also das Glitzern ist natürlich ein bisschen beunruhigend, aber es ist jetzt sind keine Riesenspänen da, ne? Ist sehr schleimig, ne? Aber es geht. Was du hier siehst, sind die ganzen Abriebspuren von den Stahllamellen, ne? Und die kann ich gleich mal sauber machen, ne? Das ist eine Aufgabe für dich, ja. Geil, da freue ich mich schon richtig drauf. Das ist die EHS, da sitzen oben die Ventile drauf, das ist hier die ganze Magie, ne? Vom Steuergerät beauftragt. Ja, jetzt kann man da schon mal reingucken, ne? Und was hast du gesehen? Ja, nicht so gut. Der Stecker ist leider auch relativ neu. Glaub, der liegt hier, glaube ich, ne? Wir waren hier nicht die Ersten, ne? Checker. Der Stecker, also das Plastik ist nicht sonderlich verblichen. Das sind die neuen schwarzen Ohrringe. Hier irgendwas. 20 und 3. Also März 2020, oder? Letztes Jahr irgendwie neu gekommen, ne? Also Produktionsdatum. Stimmt. Und die Drehzahlsensoren sind auch nicht verdreckt. Ja, wurden wir übers Ohr gehauen, ne? Aber gut, ist auch unsere eigene Dummheit so, klar. Wir haben es gehofft, ne? Also ich habe das Gefühl, dass der ein neuer Wandler rein müsste. Ich habe auch das ganz leise Gefühl. Ja, ne? Scheiße. Ja, kloppen wir die neue rein, gucken uns die Siebe an von den Ventilen. Ja. Also, bis dann. Howdy. Ciao, ciao. Trotz, dass es eigentlich neu ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, haben wir es trotzdem gemacht, beziehungsweise Eiko hat es trotzdem gemacht. Filter natürlich auch, Stecker, diese ganze Einheit hier. In der Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwie irgendwas bringt. Was natürlich bei dem Ganzen nicht fehlen darf, richtig. Hier kommt nochmal ein bisschen Öl drauf, ne? Auf das Ganze. Die haben wir aus Versehen vergessen. Ups. Ja, Eiko hat gerade nicht so gute Laune mehr, weil sich das Blatt doch gewendet hat. Wer hat Interesse an dem ML hier? Nee, Alter, wir müssen erstmal Probe fahren. Achso, oh, stimmt. Das sieht top aus, trocken. Geil. Wie ich schau erst, wenn sie das Auto sehen. Tschüss, yo. Tschüss. Oh, was hat er denn jetzt? Jetzt fährt er doch noch links, oder was? Mit seinem Wanderscheißhaus. Junge, was ist das für ein Ding? Concorde. Hinten so zwei geile Nike-Zeichen. Ich bin ja im Womo-Club, aber mit so Dingern habe ich nichts zu tun. Ja, wir haben das gerade mitbekommen. Wir haben das Öl reingeschüttet, nur 5 Liter. Ist das normal? Keine Ahnung. Nee, wir haben gemessen, es war okay. Ja, wow. Es war Öl drin. Ich habe durchgeschaltet und dann gemessen. Oh. Also, bis jetzt läuft er halt erstmal ab. Er fährt sich immer noch wie so eine Scooter-Variomatik. Ne? Merkt ihr das? Wir beschleunigen. So minimal Drehzahlunterschied. Hä? Ja. Soll ich mal richtig drauf? Ja, kommt der aber aus dem Quark. Ja, für uns Cruiser ist das eigentlich gut, aber soll es so sein? Ich hab keine Ahnung. Du musst aber eins sagen, wenn er schaltet wie jetzt, schaltet er sehr gut und sehr schmooth. Schmoovy. Schmusi, ne? Ja, sehr schmusi. Schmusi. Wollen wir mal rein petten oder was? Pedal to the metal. Ja, dann pette mal rein. Boah. Zu mir wie, ey. Er ist ja richtig kämpfen. Ja.
gemacht, ne? Nochmal ein. Oh, da greift er aber gut. Ja, den möchte ich so. Ja. Ja. Okay. Hat den jetzt repariert oder was? Der hat schon ganz gut gezogen, ne? Und wir brauchen eine Mappe von saftig. Das auch, um das Getriebe nochmal richtig zu quälen. Ja. Schaltet. Schaltet, ne? Ja. Okay, hat das jetzt doch was gebracht? Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Aber wir können ihn gleich nochmal ausmessen. Moin, auslesen. Jo. Oder? Ja. Das ist der! Das ist der! Das ist die Karte. Das ist jetzt kurzer Cut hier an dieser Stelle. Hinter uns ist keiner. Aber das ist ein umgebauter W212er auf AMG. Facelift, ne? Ja. Ist Facelift, ja. Auf aber AMG. Ist in Wirklichkeit ein Taxi. Aber du hast es ja gesehen, weil der Kofferraum letztens auf war, genau, ne? Genau, ja. Ich habe gesehen, wie er hier geparkt hat. Und dann ging der Kofferraum hinten auf und dann sehe ich gleich die Taxifarbe, ne? Weil die wurden ja noch lackiert, hat mir Bobi erzählt. Ich bin da ja noch nicht so drin im Taxi-Game. Aber ist krass. Ja. Mach nochmal Heckansicht einmal ganz kurz. Übrigens, das Projekt ist auch nicht gestorben, ne? Weil viele jetzt geschrien haben wegen dem ML und guckt so. Guckt euch das an. Bis auf das silberne AMG da. Das, ne? Ja. Das passt nicht drauf. Nee. Auf entspannt mal eben kurz die Offroad-Tauglichkeit dessen. Also, ich habe das Baby eben noch mal ein paar Mal gekickt. Es hat sich jetzt keinen Fehler aufgetan. Aktuell funktioniert es. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das Satz. War es das jetzt? Wäre natürlich ein Träumchen. Weil der fährt sich echt nicht schlecht, das Ding. Preis-Leistung stimmt, Leute. Hallo. Moin. So, wir sind im Getriebe drin. Jo. Fehlercodes. Keine Fehlercodes. Oh mein Gott. War es schon erfolgreich? Das Steuergerät EGS, jo. Sind wir diesmal genauso viel gefahren wie letztes Mal? Auf der Probefahrt. Aber da hast du ihn ein bisschen mehr rangenommen noch, würde ich sagen. den kleinen, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Also es fährt sich halt immer noch wie ein Sack Nüsse, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Aber das spielt erstmal keine Rolle. Die, die es wissen, haben es schon reingeschrieben in die Kommis. Ne? Ich hoffe auch. Kann man jetzt eigentlich nur hoffen, dass es hält, ne? Weil ich habe Bock auf das Auto. Also ich habe Real Talk Bock, damit jetzt auf Reise zu gehen und es ist erst natürlich komplett krass umzubauen. Na, kurz einen Schnelltest machen, ne? Kurz das hier. Gut, wollen wir uns nicht reinziehen, ne? Nee? Ja, vielleicht gleich. Also, wir haben kurz einen Schnelltest absolviert. Oh ja, wie schön, bla bla. Nur Fehler, alles voll. Mann, Mann. Ein paar große. Was haben wir uns da schon wieder angelacht? Oh, Kacke. Oh Mann, Mann. Drei große Fs. Oh nein, Fs. Audio, deswegen funktioniert das Radio nicht. Klimatisierungsautomatik, großes F. Oh oh. Jetzt wird's aber unlustig, ja? Der hat uns schon wieder verarscht. Oh nein, der Fehlerspeicher wird aktualisiert. Was? Wie viele Fehler sind denn da? Ja, die sind alle nur gespeichert. Bläsemotor, Stellmotor, Heizwasser, Wälzpumpe, Kältemittel, Verdichter. Aber die Klima geht ja wirklich. Ja, ich wollte noch hier kurz einmal, ne? Kombi-Instrument. Da ist, glaube ich, mal was an. Oha, was kommt denn jetzt? Oh, oh, die Sanduhr. Das ist gefährliches Zeichen. Oh, oh. Falsches Fahrzeugadapterkabel. Dann halt nicht. Vielleicht mache ich hier ein. Ui! Oh, ja. Dann mach mein Modellsteuergerät, oder? Gut, dann lassen wir es mit dieser Sitzung. Oh, das ist ein geiles Thumbnail eigentlich. Alles an. Scheiße. Enttäuschung. Oh nein. Also keine Fehler im Getriebe, das ist die Hauptsache. Ja, keine Fehler im Antrieb. Ich werde das Ding wahrscheinlich jetzt noch mal ein bisschen fahren, ein bisschen rannehmen. Ne? Nimm den Kleinen. Ich will halt nicht das. Schau mal durch hier den Kleinen. Ja, geil. Ja, wir haben einen Fehler gehoben, ne? Für 200 Euro, ne? 186. Ja, Leute, das war's mit dem Video, ne? Danke, dass ihr dabei wart, wie immer. Es war ein wunderschöner Tag, es hat so viel Spaß gemacht. Ich hing ein bisschen durch, aber ja. mit Erfolg anscheinend. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Taxi-Projekt, macht euch keine Sorgen, kommt. Ja. Und schreibt rein, was ihr sehen wollt von dem Auto, was wir machen. Es waren ja schon viele Kommentare da, die waren auch sehr geil. Farben sind natürlich auch einige reingeflattert. Wir wollen halt was sehr Spezielles machen, ne? Es soll schon heftig sein. Ja. Die S-Klasse war ja, das war nice zum Warmwerden. Aber jetzt soll es mal auch ein bisschen Action geben, ne? Na, ich will, dass Auto-YouTube da schon richtig zittert zu Hause. Wenn ein neues Video abgeloadet wird. Die haben richtig Angst vor dem 161er. Ja, heftiges Projekt. Ja, Leute, das war's. Vielen Dank. Ja. Lasst ein Like da. Guck mal, hier, cool, ne? Unten verlinkt alles. Geht da mal rauf. Wir machen jetzt auch Folgen, ne? Also ich habe jetzt Folge 2 gemacht, jetzt ist Folge 3 bei dir, ja, Folge 4 dann bei mir. Ja, gut, immer ich, so hin ich will und dich gar nicht unterbrechen. Immer so dann hin und eine Abmod kurz, ja. Macht's gut, Leute. Folge 1 bis 300 wird kommen, immer im Wechsel. Viel Spaß. Ciao. Tschüss. Ich werde das Ding wahrscheinlich jetzt noch mal ein bisschen fahren, ein bisschen rannehmen, ne? Nimm den Kleinen. Ich will halt nicht, dass. Schau dir mal durch hier den Kleinen. Ja.